Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video zu einem Paket, das heute angekommen ist, nämlich von einem gewissen Typen, der das für mich bestellt hat, aus Deutschland in die Schweiz, damit die Kosten nicht so groß werden, da bin ich dem Typen auch sehr dankbar. Ich werde ihn jetzt nicht namentlich erwähnen, weil er wollte das nicht und ja, was das ist, ich werde es euch am besten mal zeigen. Ich reiß das einfach mal brutal auf, weil ich gerade keine Schere zur Hand habe. Warum keine Längsfinderschere? Ah. Jetzt guckt es ja auch schon raus. Oh yeah. Seht ihr das? Der EverDrive 64 Plus. Retina 64. Mit SD-Karten-Dings und sich, ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, was das sein soll, deshalb werde ich euch auch gleich mal zeigen oder erklären, oder was weiß ich. Wie mache ich das am besten auf mich? Da steht ja schon. Ich erkläre es am besten mal, es ist was. Was zum Teufel, wieso brauche ich eine Installations-CD? Egal. Ja. Handbuch braucht kein Mensch. Das da. Wie soll ich das am besten erklären? Mit dem Teil kann man Nintendo 64 Spiele, beziehungsweise ROMs, eine SD-Karte tun. SD-Karte da rein befördern. Und ja, so ist es halt möglich, japanische und auch sonst alle Nintendo 64 ROMs auf der normalen Nintendo 64 zu spielen. Was halt toll ist, wenn ein Speedrunnen, das Slowrunnen oder was weiß ich, weil ein paar ROMs auf dem Emulator nicht funktionieren und das da drauf so ganz toll ist. Und das ist wirklich ganz günstig gewesen, wenn man bedenkt, dass man da drauf alle Nintendo 64 Spiele darauf abspielen kann, mit ein paar Ausnahmen, aber naja, ist toll. Und da unten tut man halt dann, ich demonstriere es mal kurz, Moment. So, ich habe jetzt die Nummer 64 rum, Cartridges. Tue ich das richtig? Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was falsch mache. Egal. Ich hoffe, das reicht so. Ich will nicht allzu sehr würgen, weil ansonsten geht das Teil noch kaputt. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Tut man halt dann so in der Nintendo 64 rein. Das. Ah, alles klar. Anscheinend geht es auch mit USB-Stick. Wenn man keine SD-Karte hat. Interesting. Ja, dann werden wir uns ja gleich wieder sehen, wenn ich in dem Computer bin. Ich werde es zeigen, wie das dann aussieht. Ja, wunderschön, ich war. Die Batterie von meiner Kamera ist bald aus. Bis dann! Ja, wie ich feststellen musste, kann man dieses Gerätchen hier nur mit einer NTSC Nintendo 64 an Grab übertragen, spielen kann man es auch so. Deshalb werde ich es auch nachher gleich abfilmen, um es zu zeigen. Und das mit dem Grabber muss noch warten, weil ich mir extra dazu eine NTSC Nintendo bestelle. Ja, ich habe nichts zu tun, als Sachen zu bestellen, aber in diesen Tagen, wo ich das versucht habe aufzunehmen, ist das ja auch gleich angedacht. Ich mir, das könnte ich auch gleich aufmachen. Das sind japanische Zeichen, die ich auch schon fleißig zensiert habe. Eins musste ich noch lassen. Shigeru, okay. Das muss ich jetzt schnell aufmachen, dann können wir auch gleich mit dem eigentlichen Video anfangen. Ich wollte nämlich eigentlich das
nicht im selben Video machen, da das halt eigentlich gar nicht passt, aber naja. Es bietet sich gerade so schön an und ich glaube, ich brauche eine Schere. Oder habe ich hier gleich irgendwas Spitzes oder auch nicht? So, der Stift tut's auch. So. Das ist sehr professionell aufgemacht. Sehr viel japanische Zeitung. Oh ja, ich wollte schon immer mal japanische Zeitung haben. Ja, wunderschön. Hier ist das Teil. Ach, das ist ja wirklich klein. Ich dachte, es wäre viel größer. Aber naja, es heißt auch Minipad, von daher. Geht weg. So. Dann machen wir das mal auf. Ach Gott. Das ist toll. Das sieht toll aus. Okay. Ach Gott, wie klein ist das? Okay. Aber der Control Stick ist episch. Ich werde das nachher auch gleich mal testmäßig das anfühlt zum Spielen. Sogar vier solche. Ach so, die Z-Knöpfe sind dupliziert worden. Ganz toll. Interessant. Dann habe ich noch dasselbe in grün. Oder? Ja. Nee, rosa. Was zum Teufel? Ich dachte, ich hätte einen grünen bestellt. Ah, ich komme immer auf die Windows-Taste. So. Yeah, ich habe einen pinken. Und in der Kamera sieht es aus, als wäre es ein roter. Es ist ein durchsichtiger Pinker. Mit weißem Hintergrund, der auch durchsichtig ist. So ganz leicht. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Aber naja. Das war's zu, schon mal zu diesen Controllern. Das sollte eigentlich gar nicht das Hauptthema sein. Wir sehen uns wieder, wenn ich die Kamera auf den Fernseher gerichtet habe. So, nachdem ich das jetzt so ganz toll aufgestellt habe, so ganz professionell, werde ich auch gleich mal einen meiner Controller ausprobieren. Den blauen. Oh, da muss ich diesen Scheißdraht wegnehmen. Moment mal kurz. So, weg damit. Normaler Controller raus. Komischer anderer Controller rein und starten. Oh yeah. Ihr seht, so sieht die Oberfläche aus. Hier steht App. Ja, das ist halt der Inhalt meiner SD-Karte mit. Ich habe noch keine. Noch keine Art außer Reset gefunden, wie man das, aus einem Ordner zurückgehen kann. Aber naja, das ist auch nicht so das Problem. Mit dem Steuerkreuz kann man hier. Mit dem Steuerkreuz kann man auch zurückgehen. Okay, dann Start oder A und dann habe ich hier auch schon ein paar ROMs drauf getan, zwei um genau zu sein. Ich starte einfach mal Mario 64. Okay, ich sollte vielleicht den Ton ein bisschen lauter stellen. So. Okay, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das wirklich die japanische Version. Und ja, wir betrachten mal das Intro. Das so wunderschön spannend ist, dass ich nicht, ja, überhaupt nicht schon tausendmal angesehen habe. Ja, ihr seht, man kann mit diesem Teil tatsächlich japanische und halt allgemein NTSC-ROMs abspielen. Ja, das ist eigentlich schon das, was ich erreichen wollte. Jetzt muss ich es nur noch halt irgendwie schaffen, das auf meinen Grabber zu bringen. Das schaffe ich auch perfekt mit meiner NTSC 64, die ich bestellen werde. Wozu aber kein Video kommen wird, weil es ein stinknormaler Nintendo 64 ist. So, Oh Gott.
diese Steuerung. Ich muss mich noch dran gewöhnen, aber. Ich weiß nicht, soll ich das rechte Z benutzen, um zu ducken, oder soll ich das linke benutzen? Man weiß es nicht. Okay, das funktioniert schon mal. Okay. Es ist mal was. Es ist eine neue Art zum Spielen schon mal. Ich werde mal gleich etwas versuchen. Wenn das funktioniert, ist dieser Controller göttlich. Ansonsten schaffe ich den fast nie. Diesen Bombclip. Ist das schon fast zum Mario 64 Video geworden und nicht mehr zu einem Unboxing. Naja, das ist was eigentlich auch schon mit dem Unboxing. Ich will jetzt noch kurz das versuchen. Okay, ich bin mir sicher, es funktioniert. Oh Gott! Vielleicht kann ich mit beiden Zeigefingern. Oh Gott! Okay, ich muss mich echt noch dran gewöhnen an diese Z-Knöpfe. Okay. Ich denke, ich werde nach wie vor mit dem linken drücken, weil ich mich so dran gewöhnt bin. Aber naja, das ist jetzt Nebensache. Ich gehe jetzt mal wieder zu meiner Sicht als mich als Mensch. Und ja. Bis dann. So, das war's auch schon zu diesem Video. Ich mache mal kurz als Zusammenfassung, was wir heute alles ausgepackt haben. Dieses Teil, diese beiden Teile. Ich bin Manus oder so. Ciao.